Ja, hallo Leute, grüßt euch. Heute jetzt mal kein HBM-Video oder Gameplay-Video, jetzt einfach mal was von der Castle Kirsch Facebook-Seite. So, nun schaut es euch mal an, ja. Ich finde dort diesen Post, ja. Deine Nummer 7. Ja, und IGG fragt hier mehr oder weniger, wie würdet ihr es finden? Wir können ja hier mal so ein bisschen hochdrehen, hier oben. Was wäre, wenn euer Team aus 7 Helden bestehen könnten? Wie würden eure Hauptteams dann aussehen? Würdet ihr eine solche Änderung gut finden oder sollten die Teams weiterhin aus maximal 6 Helden bestehen? Ja, ist es jetzt so ein bisschen, und ihr wisst ja, ich sehe ja so einige Veränderungen immer relativ kritisch, bin ja immer nicht so derjenige, der immer gleich sofort Hurra schreit, wenn hier irgendwas geändert wird im Spiel. Ja, also wenn die Heldenbasen, also angenommen, ja, es würden 7 Heldenbasen kommen, ja, dann würde das Spiel doch wieder so viel einfacher werden. Ja, natürlich ist es gut. Also was schwieriger wird, ist die GK-Defensive. Ja, die wird härter, aber Fakt ist auch eins, du kannst auch mit 7 Helden angreifen. Ja, also, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Was aber faktisch definitiv einfacher wird, ja, sind die bestehenden Dungeons, die wir haben. Die werden locker viel, viel schneller gehen, auch für kleinere Spieler, weil sie einfach noch einen zusätzlichen Helden mit dazu nehmen können, ja. Wenn diese Heldenbasis so konstruiert sind, wie sie jetzt eben so sind, wie wir sie kennen, ja. Und was auch wird besser wird, wird HBM. HBM wird auch viel leichter werden, ja. Genau, also von daher kommt es natürlich den kleineren Spielern etwas zugute, dass diese PvE-Modi besser, schneller spielbar sind, ja. Da fragt man sich aber auch wieder, frage ich mich natürlich, als der, der das Spiel hier nur schon relativ lange spielt, ist es nicht alles schon einfach genug, das Dungeon Sweepen, das HBM Sweepen, du musst ja auch nur noch alles einmal schaffen und nicht mehrfach und bestätigt farmen zu können und so, so wie das Spiel ursprünglich mal war. Einige von euch kennen das wahrscheinlich nicht mal, so wie es war, ich weiß es nicht. Ja, und ja, da frage ich mich doch schon, ob es wirklich so sinnvoll ist, dass hier so zu machen, ja, mit 7 Helden, ja, dass die Folge wäre, wir müssten viel schneller die, neue Dungeons bekommen, ja, das heißt, wir könnten viel, viel schneller und viel, viel mehr sweepen und irgendwann relativ zeitnah zu der 7. Heldenbasis müssten auch irgendwann neue HBM Wellen dazukommen, die sind ja schon implementiert, man kann sie ja bloß noch nicht spielen, ja, ja, die müssten bloß noch freigeschaltet werden, also das wird irgendwann auch kommen, dass man sagt, okay, wir machen alles einen Zacken schärfer, aber du nimmst halt einfach einen Helden mehr mit, ja, und verändern. Es gibt gar keine Evolution 3 oder Evolution 4 oder so, ja. Also, ja, dieser Post ist mir sehr aufmerksam geworden. Und ich will einfach von euch mal hören, was jetzt hier los ist, ja. Wie es euch gefällt, würdet ihr sagen, ja, wir nehmen gerne 7 Heldenbasen, weil wir dann im PvE-Modi besser zurande kommen. PvP sehe ich persönlich jetzt nicht die großen Unterschied, ja. Gut, da hast du 7 Defensivhelden im Gildekrieg und 7 Angriffshelden im Gildekrieg, ja, und ja, ich finde, das hält sich die Waage, das gleicht relativ schnell aus, ja. Aber im PvE-Modus, denke ich, wird es viel, viel einfacher, ja. Würde mich total interessieren, was ihr dazu denkt. Wollt ihr 7 Heldenbasis? Findet ihr das gut, ja? Vielleicht schreibt ihr rein, wo ihr sagt, wo ihr gerade im Spiel steht, weiß nicht, welchen Dungeon, welche Welle ihr farmt oder sonst irgendwas und ob ihr das begrüßen würdet, dass wir hier eventuell 7 Heldenbasen bekommen, ja. Fakt ist eins, dieses Spiel ist relativ schnell, ja, wir haben laufend Änderungen, Patch-Systeme, neue Spielmodi kommen dazu, das ist auch schön, so, aber, ja, muss es alle 3 Monate sein? Ja, das ist echt mal die Frage, irgendwie so. Ja, also, würde mich total interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ja, schreibt es mir in die Kommentare hier unten rein, wie ihr das so seht. Ich bin raus für heute. Macht's gut, Clasher. Bis dahin. Tschüss.